Hallihallo liebe Leute und ein Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Pokémon Platin, der Randomizer Nuzlocke Challenge. Wir sind heute hier noch auf der Route 206, um noch ein bisschen Backtracking mit zu betreiben. Und darüber hinaus wollen wir auch noch hier in diese eine Höhle noch mit hinein, wo wir noch einen Routen-Encounter noch mit fangen können. Und darüber hinaus können wir auch hier noch diese Riser oder was ist O-Riser? Gott, wer war denn das denn? Auf jeden Fall eine, die hier uns natürlich dann noch mit behilflich sein kann, um hier noch ein paar Doppelkämpfe noch mit zu bestreiten. Oder vielleicht machen wir das mal offscreen. Nichtsdestotrotz wollen wir heute uns mal noch ein bisschen amüsieren über das, was hier bei Bedarf mit vorzufinden ist. Wie unter anderem das Folge der Router-Pokémon Inigo. Naja, gut, ich weiß halt eben nicht. Inigo. Komm, wir schmeißen einfach mal den Flottball und dann gucken wir mal nach. Ich glaube aber, für das Vieh bräuchte ich ja auch einen Mondstein, damit ich das zu einem Enekoro mit weiterentwickeln kann. Aber gut, so sind nun mal die Bestimmungen eines Routen-Encounters. Wir gucken uns das Vieh später mal etwas an. Darüber hinaus habe ich mir auch mal die Freiheit genommen, um mal die restlichen Fossile mal wieder zu beleben. Also quasi den Albertstein, das Helix-Fossil, Kopf- und Panzerfossil. Und diese wiederum, die wollen wir uns halt eben später mal etwas näher mit begutachten. Zuallererst wollen wir uns halt eben hier noch ein bisschen in der Höhle noch mit herumsehen, weil ich finde, wir können uns auch mal so einen kleinen Backtracking-Part uns mal mit leisten und dann noch ein bisschen über Random Content mitreden. Und ich habe ja zumindest eine Thematik mir mal heute mit rausgepackt. Kommt natürlich darauf an, ob ich diese Thematik auch so lange mithalten kann. Und zwar war ich zumindest heute im Real Life einfach mal Blut spenden. Meine mittlerweile 24. Spende habe ich da schon hinter mir. Und ich muss natürlich sagen, das ist ein sehr nobles Gremium schlechthin, wenn man quasi in der Lage ist, den Blut zu spenden und natürlich auch willig ist, damit Leuten, die quasi eine wichtige Bluttransfusion mit benötigen, dass man denen damit helfen konnte. So, das bedeutet, ich selbst bin natürlich ein regelmäßiger Spender. Und wann immer quasi die Gelegenheit dafür mitgegeben ist, werde ich natürlich da auch mein Tribut an dieser Stelle mit zollen. Wie seht ihr es denn eigentlich? Seid ihr eigentlich Blutspender oder habt ihr euch mal überlegt, das mal zu werden? Oder seid ihr das nicht mehr? Oder wie sähe es denn bei euch dann so aus? Also zu meiner Thematik möchte ich ja noch mit erwähnen. Seit wann eigentlich? Ich glaube, seit 2010 bin ich quasi schon aktiver Blutspender. Also, da merkt man schon, es wird durchaus wenig klingen, was die bisherigen Spendenaktionen mit betrifft, in Relation zu den bisherigen Jahren. Aber man muss ja quasi auch mit erwähnen, man hat ja quasi nicht immer die Zeit dafür, das auch quasi mit tun zu können. So. Ich kenne zumindest auch viele aus dem Freundes- und Bekanntenkreis. Also da ist es ja zumindest so, die einen zum Beispiel, die können zum Beispiel kein Blut sehen und werden buchstäblich ohnmächtig. Gut, man kann es denen quasi nicht verübeln. Und dann gibt es ja quasi welche, die, naja, die werden zwar jetzt nicht unbedingt hier ohnmächtig, aber schon etwas mulmig im Kopf oder zumindest fühlen diese sich dann halt eben dann mulmig, wenn man dann quasi mit feststellt, wie das halt eben dann mehr oder weniger dann dort mit übergeht. Und naja, gut, das sind dann halt eben solche Sachen schlechthin. So, nebenbei erwähnt, ist das an sich ja nichts Weltbewegendes. Also ich sag mal so, ich habe da zumindest auch jedes Mal beim Meeting habe ich ja da quasi immer wieder ein paar Erstspender dort mit getroffen. Und da kommt man auch so ab und zu mal mit in das Gespräch von Erstspendlern. Die haben durchaus, muss man halt eben mit sagen, schon ein klein wenig Angst, wenn dann quasi die Nadel injiziert wird oder wenn dann mal so ein halber Liter Blut dann einfach mal mit weg ist. Denn viele Leute unterschätzen das sogar, dass wenn man quasi Blut gespendet hat, da geht ja quasi ein guter halber Liter quasi schon mal dafür drauf.
dass man halt eben unmittelbar danach nicht halt eben irgendwelche sportlichen Aktivitäten quasi mit unternehmen soll. Denn es hat nämlich schon mal solche Fälle durchaus mal mitgegeben, dass ja quasi Leute, die haben zum Beispiel Blut gespendet, haben sich halt eben danach sich auf das Fahrrad sich gesetzt und kamen allerdings nicht einmal ein paar Meter weit, einfach aus dem Grund, weil ja quasi dem Körper buchstäblich ein halber Liter fehlt. Mag zwar auf den ersten Moment jetzt einmal absolut wenig erscheinen, aber wenn man mal bedenkt, dass in einem menschlichen Körper so etwa 5 bis 7 Liter Blut sind, je nach Geschlecht, Größe, Alter etc., dann merkt man schon, das ist dann schon ein ziemlicher Unterschied schlechthin. Und viele unterschätzen das halt eben. Von daher kann man es quasi auch hier einigen nicht verübeln, wenn die dann zum Beispiel hier irgendwelche sportlichen Aktivitäten machen, dass die halt eben dann mal buchstäblich aus den Latschen mitkippen. Gut, die Sunnies, die sind natürlich quasi immer mit am Start und da kann ja an sich halt eben jetzt nichts Großartiges, Schlimmes hier mit passieren. Zum Beispiel heute war es ja auch so, da hat quasi auch eine Dame mit ihrem Freund, beide waren quasi hier Blutspenden und man hat quasi nur gesehen, die Dame selbst, bei der wurde es halt eben so nach und nach halt eben schwummrig. Also zumindest aus dem Grund, wenn du quasi Blut gespendet hast, dann wirst du natürlich dazu angehalten, eine etwaige halbe Stunde Pause mit einzubeziehen, um dadurch erst einmal deinen Körper wieder komplett zur Ruhe zu bringen. Und diese halbe Stunde Pause solltest du natürlich dann dafür ausnutzen, um halt eben reichlich zu essen und zu trinken. Also was natürlich das betrifft, da wird man von vorn bis hinten die ganze Zeit bedient. Es kommt quasi immer irgendwer, der natürlich dann fragt, hier, wie geht's, alles in Ordnung und wie ist der Teufel noch eins? Und von daher hat man da eigentlich jetzt nicht so die großen Schwierigkeiten so im Allgemeinen betrachtet. Nun gut. Um auf die Sache quasi mit zurückzukehren, der Dame, der wurde quasi immer mehr schwummrig und da musste man dann in solchen Fällen einfach mal hier in Sunny mal mit herbeordern und das ging dann natürlich dann alles ratzfatz schnell. Diese wurde halt eben dann begleitend nach hinten gekippt, sagen wir es mal so, um dann sie davon abzuhalten, hier irgendwie nach unten zu fallen oder was auch immer. Und ja, dann ging das halt eben so relativ ratzfatz schnell, dass dann halt eben dann in solchen Fällen hier die Beine mal hochgehoben wurden, um quasi den Blutkreislauf zumindest im zentralen Körperbereich halt eben hier wieder zu organisieren und wie ist der Teufel noch eins. Und da merkt man schon, da, also ich wiederhole mich halt eben sonst wie oft, aber Wiederholungen sind halt eben in solchen Fällen durchaus mal sinnvoll. Viele unterschätzen sich einfach dafür. Gut, wie dem auch sei, hier zur kleinen Orientierung, hier haben wir Oryza oder was, ja doch, ich glaube das war Oryza. So, noch ein Kopffossil, geil, könnte ich sogar auch nochmal wiederbeleben. Gut, nehmen wir die mal kleine mal mit. Okay, Oryza oder Oryza? Nee, ich denke mal bestimmt Oryza. Ich bin Oryza, ich wollte Pokémon fangen und habe mich verirrt, ich habe Angst, bitte bring mich zum Ausgang. Aber gern doch. Ich werde deine Pokémon immer bei guter Gesundheit halten. Gut. Also, dann bringen wir natürlich diese kleine Madame hier wieder mit nach draußen. Ich bin auch sogar jetzt noch am Überlegen, um mal kurz von der Thematik abzuschweifen, diese jeweiligen NPCs, die wir quasi mal hier dual mit begleiten. Also sei das jetzt hier bei Oryza oder der Oryza aus dem Ewigwald oder wenn wir dann Urs begegnen oder Gott, wer waren da noch? Ich glaube, irgendeine unmittelbar nach der Liga taucht er noch mit auf. Und gab es da nicht noch jemanden? Ich glaube, da war doch noch jemand. Ach, ja stimmt. Hier dieser eine komische Typ, der dann hier im... ja, also nicht hier Kraterberg, sondern... komm schon, wo hat er seinen Auftritt? Also da, wo dann hier Heatran mit auftritt. Diese wiederum, die können wir dann im Überlebensarsenal mit herausfordern und da ist natürlich dann halt eben meine Frage jetzt einmal an euch gerichtet. Wollt ihr unter anderem solche Rematches mit sehen, sprich auch die komplette Afterstory mit begutachten? Denn ich habe jetzt bisher eigentlich jetzt nur den Fokus inne, dass wir hier lediglich nur die Hauptstory jetzt hier mitmachen. Also im Sinne von, dass es dann bis zum Kampf gegen Cynthia im ersten Run mitgehen soll, wenn wir überhaupt so lange hier durchhalten.
Ist natürlich die Frage, wollt ihr da noch die Afterstory noch miterleben? So dass wir halt eben uns dann hier auf zu den, sag schon, zu dem Überlebensarsenal mitmachen. Also, dass wir dann auch noch die anderen Routen dann dort noch mit abklappern, dass wir dann dort noch die Kampfzone noch mit besuchen. Weil ich finde, das sollte eigentlich unbedingt mit rein, finde ich zumindest. Weil so etwas kann man durchaus mal mit reinbringen. Aber das ist natürlich jetzt euch überlassen, ob ihr quasi das gerne haben wolltet oder nicht. Ich werde dazu auch mal eine Umfrage starten, beziehungsweise die ist dann schon längst rechts oben für euch mit eingeblendet. Dort könnt ihr halt eben gerne mal einen Blick drauf wagen und mal dort abstimmen. Also ich würde das zumindest jetzt mal als unabhängig optionales Ziel jetzt mal mit ansehen. Im Sinne von unabhängig davon, ob wir es bis Champion sind ja mit schaffen und diese dann ja mit besiegen oder ob wir bei Bedarf irgendwo zuvor schon mal, naja, besiegt wurden, dass ich das dann halt eben dann so machen würde, dass man dann vielleicht das Abenteuer danach einfach so regulär weiterspielen, halt eben, dass es dann nicht als reguläre Challenge dann mal mit gilt, sondern dass es dann, was weiß ich, hier als normaler Run hier mit gelte oder wie auch immer. Ich hätte da zumindest durchaus Bock, die jeweilige Afterstory noch mit zu begutachten, aber kommt natürlich drauf an, ob man zum Beispiel das gerne sehen möchte und wie lange es dann bei Bedarf dauert, wohlbemerkt. Weil ich meine, bis zu der jeweiligen Afterstory selbst gehen jetzt noch keine Ahnung wie viele Parts noch mit weg. Wenn wir so regulär weitermachen, dann dürfte, jetzt mal hochgerechnet, dann dürfte da, was weiß ich, vielleicht Part 50 oder so sein. Also geschätzt, sage ich mal, so dass man dann bei Champions sind ja damit sein sollten. Bin natürlich dann auch mal gespannt, wie dann hier die Top 4 Mitglieder dann hier abschneiden und natürlich wie es dann auch bei der Champions sind ja damit der Fall ist. Also das kann natürlich dann was Ordentliches mit werden. So, ich denke mal, wir können ja erst einmal noch diese Sache noch ein klein wenig mit offen lassen. Kommen wir natürlich mal zu der ursprünglichen Thematik zurück, und zwar mit der Blutspende. Beziehungsweise auch, wenn wir jetzt nicht nur die Blutspende mit einbeziehen, können wir auch mal die Plasmaspende noch mit einbeziehen. Ich zum Beispiel bin jetzt kein Plasmaspender an dieser Stelle, muss ich zugeben. Einfach aus dem Grund, weil Blutspende reicht da meines Erachtens schon mit aus. Und die Plasmaspende selbst, gut, ich glaube, die ist sogar ein bisschen, harmloser als die reguläre Blutspende, weil wir quasi da die Möglichkeit schlechthin haben, dass wir, wenn wir Plasmaspender sind, dass man, ich glaube, mindestens einmal in der Woche oder so spenden könnte, währenddessen man bei einer aktiven Blutspende man bis zu 2 oder sogar 3 Monate warten muss, bis man dann hier per Gesetz wieder am Start sein darf, glaube ich zumindestens. Aber nun gut, nichtsdestotrotz finde ich zumindest, wer natürlich unter anderem auch hier Plasmaspender hier mit sein möchte oder beziehungsweise auch ein Organspenderausweis hat. Ich zum Beispiel habe einen. Und das sind dann eben dann solche, sagen wir mal, Standpunkte, die man halt eben dann für sich selber setzen kann. Beziehungsweise auch nach außen hin mit reflektieren kann. Und das wiederum ist dann auch schon eine wirklich feine Sache schlechthin, weil man halt eben immer das Glücksmomentum mit am Start hat. Man hat durchaus das ein oder andere Leben von irgendeiner anderen Person, die gerade eine wichtige Spende mit benötigt, also beziehungsweise eine wichtige Blut- oder Plasmatransfusion. Das macht durchaus schon etwas mit aus. Gut, wie dem auch sei, ihr könnt mal zum reinen Spaß an der Freude mal in die Comments mal mitschreiben, wie ihr eigentlich zu dem Status mitsteht. Seid ihr aktive Blut-, Plasma- oder auch zukünftige Organspender? Man möchte es mal mit erwähnen. Dazu können wir eigentlich mal eine kleine Diskussion mal mit starten. Weil ich finde, so etwas ist durchaus schon mal mit wert. Und das widerspiegelt natürlich dann auch sehr viele Motivationsaspekte für den einen und oder anderen schlechthin mit.
weil das ist quasi, wie bereits erwähnt, immer ein wirklich gutes bis einschließlich sehr gutes Gefühl, was man dann an dieser Stelle mit offenbaren kann. So, das ist Item. Ein Jubelball. Nun gut. Nichtsdestotrotz werden wir jetzt noch die restlichen 5 Minuten jetzt einfach dafür nutzen, um jetzt einfach noch in Richtung Route 200 und 18, was glaube ich? Ich glaube, also hier, also diese Regenroute halt. Ich weiß es nicht mehr. War das jetzt die Route 218? Ich glaube ja. Gut, wie dem auch sei. Dann machen wir quasi dort im nächsten Part mit weiter. Wir werden natürlich jetzt noch die Gelegenheit nutzen, um einfach jetzt noch hier ein paar restliche Items noch mit einzusammeln. Und darüber hinaus wollen wir auch noch gleich mal sehen, was die ganzen Pokémon alle hier verwesen haben. Sprich die ganzen Fossil-Pokémon, die wir so gesehen alle zum Leben wieder erweckt haben. Oder auch die ganzen Pokémon, die wir halt eben somit gefangen haben. Ich denke mal, das passt an sich. Und ich hätte das jetzt hier in Erzelingen machen können, das hätte auch jetzt hier in Herzhofen sein können oder auch in Ewigenau. Aber ich finde zumindest, es passt durchaus ein bisschen besser, wenn wir das beispielsweise gleich hier in Trostu machen. Apropos Trostu, ich habe mir auch mal überlegt, dass wir mal hier eine kleine Zucht mal mit betreiben. Ob das natürlich klappt oder nicht, weiß ich mal überhaupt noch nicht. Das werden wir aber bei Bedarf sehen. So, und da ist ein Ei. Ein Ei, ein Ei, ein Ei. Eieieiei. Gut. Also das heißt, man sieht natürlich, wir haben da Scheinchen und quasi Anger mal in die Zucht mal mitgebracht. Ich habe mich mal ein klein wenig darüber schlau gemacht, wer natürlich hier mit wem sich hier paaren lassen kann und bei wem es halt eben dann bei Bedarf nicht der Fall ist. Dann natürlich sowohl Anger als auch Scheinchen hier quasi in das Gebiet von Feld-Pokémon mit Skeleton. Davon quasi diese beiden hier mit paaren, dauert natürlich durchaus sehr lange. Und was dann auch hier dieses Pocket-Zubehör quasi mit ist, so warte mal, ich glaube, du gibst mir doch das Ei. Genau. Wir wissen nicht, wie das passiert ist, aber es ist nur da. Ja, 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 genau. Wenn das mal hier keine leichte Anspielung von Darwins Evolutionstheorie mit ist, weil man sich dann eben dann fragt, und so weiter, ach egal. So, das bedeutet, wenn man quasi hier Pokémon in die Pension mitschickt, diesen Raum wieder verlässt und wieder betritt, taucht natürlich dieser Typ hier mit auf und der hat natürlich dann diesen Pensionsprüfer mit am Start. Das heißt, dieser gibt natürlich dann uns hier mehr oder weniger die Möglichkeit, dass wir hiermit schauen können, wie eigentlich hier der Status der Pokémon schlechthin mit ist. Ich würde zumindest mal sagen, da es ja jetzt keine Ahnung sonst wie lange dauert, bis bei Bedarf mal das nächste Ei mal hiermit auftauchen würde, legen wir erst einmal noch schnell noch das Ei noch mit ab, holen erstmal diese zwei Pokémon erstmal wieder und bevor man sich jetzt fragen sollte, was könnte da wohl schlüpfen, es ist an sich mehr als offensichtlich und zwar die Mutter, sprich das Scheinchen hat ja ein Ei gelegt und deswegen wird auch dann dort ein Quiekel mit rauskommen. Bisher weiß ich allerdings noch nicht, wie lange es in etwa dauert, bis das neue Quiekel damit schlüpfen würde, was für ein Wesen es damit haben würde. Also ich zumindest würde es durchaus bevorzugen wollen, wenn wir dann wenigstens ein physisch offensives Pokémon mit am Start haben. Klar, ich müsste zwar dann das neue dann wieder aufwendig hochtrainieren, aber ich glaube, das würde es dann mit wert sein. Nun gut. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt erst einmal diese beiden wieder hier abgegeben und ich denke mal, diese Sicht, die können wir erstmal wieder mit behalten. Nichtsdestotrotz gucken wir uns jetzt halt eben mal so nach und nach um, was wohl hier diese ganzen Pokémon, die wir mal noch hier letzten Endes mit gefangen haben und dann noch die, die dann hier wiederbelebt wurden, was sie dann eigentlich alles für Werte haben. So, Nasty, hatten wir den schon begutachtet, also Route 210? Wir hatten Solowesen. Wenn nicht, dann machen wir es jetzt. Wenn doch, dann machen wir es einfach noch einmal. Fertig. So, also mal sehen. Solowesen, das heißt Angriff plus, Verteidigung minus. Das kenne ich. Angsthase, gut. Ich glaube, ich hätte hier die andere Fähigkeit hier gerne haben wollen, quasi Edelmut. Was natürlich dann Zusatzeffekte verdoppelt. Wäre natürlich dann richtig nice. Mit ein Eagler Gainer, Giftblick, Walzer. Das sind richtig böse Attacken. Gut, dann mal gucken. Moonlight haben wir. Von woher aus den Trost Ruinen? So, Schaumbolzen mit einem zarten Wesen, Weckruf, Komprimator, Kosmikkraft und Spotlight.
Gut, kann man mit betrachten, weiß ich aber noch nicht. So, dann haben wir natürlich hier Pedda von Route 215. Also nicht 218, sondern 215, das ist das hier bei der Regenroute. So, Fähigkeitskraftkoloss, nice. Also man hat schon gemerkt, der eine Walzer, der hat schon ordentlich Schaden gemacht. Und das passt hier wunderbar mit hinein. Vielleicht, passt es ja mit Walzer, vielleicht nehmen wir das wie mit oder nicht. So, und im Übrigen Kitty. Wollen wir mal gucken. Also mal sehen, das hat ein hastiges Wesen. Das war, glaube ich, Spezialverteidigung Minus und Init Plus, glaube ich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es Regulierung. Das heißt, alle Attacken des Pokémon werden zu Normalattacken. Gut, das bedeutet, Donnerwelle kann man auf den Ding spielen und das paralysiert dann sämtliche Boden-Pokémon. Aber zum Beispiel Muggelhieb klappt natürlich dann nicht auf... Ach nee, klappt ja sowieso nicht auf Geist... Ja, Entschuldigung, ich war gerade hier out of information. Gut, mal sehen. Anziehung, Gesang, Duplexhieb und Imitator. Naja, darüber kann man jetzt mal streiten. Apropos, ich habe mich auch mal hier informiert über Nurse Joy. Nurse Joy trägt ja hier den ovalen Stein. Das ist quasi notwendig, damit das Vieh sich hier am Tag zu einem Janera sich weiterentwickelt per Level Up. Und erst bei maximaler Freundschaft wird es dann straight zu einem Hytera. Können wir also durchaus bei Bedarf mal mitnehmen. Nichtsdestotrotz gucken wir uns noch hier noch schnell die Fossilien noch mit an. Wir haben an dieser Stelle Zoidberg, aka das Ammonitas. Also wenn man Ammonitas sieht, dann muss der Name Zoidberg mit passen, einfach weil. So, das Vieh hat natürlich ein zartes Wesen, hat Wassertempo und hat Biss, Aquaknarre, Walzer, Silberblick. Oh, nicht verkehrt. Dann haben wir Stonebird, das stille Aerodactyl, himself mit Erzwinger. Passt natürlich sehr gut mit einem mordsmäßigen Bizeps. Init ist auch nicht verkehrt. Und Biss, Grimasse, Brüller, Agilität. Gut, da könnte man vielleicht noch etwas Besseres draus herholen. Ich habe im Übrigen auch mal im Untergrund mal Herzschuppen gefarmt. Also wir haben jetzt eigentlich mehr Herzschuppen als genug, um so die ein oder andere Greedy-Attacke mit zu erlernen. Passt halt eben durchaus. Dann haben wir halt eben hier Shielden, aka der Schildeross. Ich bin natürlich über den Typ mal alles andere als glücklich, weil das hat eben zwei Vierfachschwächen, nämlich Kampf und Boden. Hat allerdings hier ein hastiges Wesen mit Robustheit, wobei man hier merken darf, Robustheit ist erst ab der fünften Generation von großem Interesse. Hier ist das noch nur eine Immunität gegenüber Instant-K.O.-Attacken, sonst gar nicht. Und man sieht Verhöhner, Metallsound, Bodycheck und Eisenabwehr. Na, eher eigentlich nicht. Und dann haben wir noch Lady Pain. Die mit Abstand einzigste Fossildame bis jetzt. Das andere, was war das gleich nochmal? Also noch ein Helix-Fossil, was wir mit angesammelt haben. Mal gucken, was dabei rauskommen würde. Also ist ja logisch, dass dann dort ein Ammonitas mit rauskommt, aber was für ein Wesen, was für ein Geschlecht, bla bla, keine Ahnung. So, das hat ein ernstes Wesen, neutral, hört sich sehr gut an. Und guckt mal nur auf die Werte. 58er Bizeps, 61er KP und wenn das Vieh, ich glaube sogar auf Level 30 oder so, sich dann zu einem, zu was entwickelt sich das gleich nochmal weiter? Kommt nur Sonne, genau, Ramaidon. Wenn das Vieh dann sich zu einem Ramaidon weiterentwickelt, dann ist hier Schicht im Schacht. Also da merkt man schon, da geht ordentlich dann die Post ab. So mehr oder weniger. Nun gut. Wir werden jetzt erstmal diesen Part hier wieder mit beenden. Ob ich jetzt Scheinchen und Anger jetzt hier mit drin behalte. Doch, ich denke mal schon, dass wir den noch mit drin behalten, einfach so. Und deswegen werden wir uns quasi im nächsten Part uns wiedersehen. Wenn es euch hier gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen zur Bewertung da. Schreibt doch mal halt eben für die aufrichtige Kommunikation. Es gab mal eure Meinung mal in die Kommis über die jeweiligen Spendenaktionen etc. Lasst es nicht nur mich, sondern auch mal die anderen mal mit wissen. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.